Hallo du da vor dem Bildschirm, und falls du denkst, du hast hier irgendwas gefunden, worauf du dir einen rubbeln kannst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Meine Videos auf diesem Kanal drehen sich rund um News von der Pornobranche. Diese versuche ich sehr aktuell und informativ zu halten und nebenbei versuche ich auch noch ein bisschen unterhaltsam zu sein. Aber mein Hauptaugenmerk ist wie gesagt die News an sich und alles andere ist einfach nur Bonus. Naja, das sollte ich einfach mal kurz gesagt haben, damit ihr überhaupt versteht, was das alles hier soll. Und nun kommen wir zum Thema des Titels. Heute geht es um Pornhub. Tu nicht so, als ob dir der Name nichts sagen würde, du Stängel. Pornhub gilt als größte Wix-Vorlagen-Webseite überhaupt und ist laut der Traffic-Analyse-Firma Alexa einer der meistbesuchtesten Internetseiten der Welt. Eine so bekannte und so gut besuchte Seite will natürlich auch, dass die Nutzer keine Gefahren wie Viren oder den Diebstahl von Login-Daten zu befürchten haben. Mit denen ist nicht nur ein eventueller Premium-Account in Gefahr, die Hacker könnten mit den Daten auch das potenzielle Opfer erpressen. Und seien wir ehrlich, wir alle wollen ja eigentlich nicht, dass andere Leute mitbekommen, auf was wir stehen und auf was nicht, oder? Und deshalb arbeitet Pornhub seit wenigen Tagen verstärkt mit dem Bug-Bounty-Spezialisten HackerOne zusammen. Und die Betreiber zahlen zwischen 50 und 25.000 US-Dollar für Lücken, die innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung über HackerOne an Pornhub gemeldet werden. Zurzeit werden aber nur gravierende Sicherheitslücken belohnt, welche die komplette Webseite betreffen. Relativ simple Sicherheitslücken werden nicht belohnt. Wer sich mit dem Finden von großen Sicherheitslücken auskennt, sollte auf jeden Fall die HackerOne-Internetseite besuchen. Ich blende sie hier oben mal kurz ein, damit du kurz das Video pausieren und den Link schnell abschreiben kannst. Was hältst du von dieser Kooperation? Und meinst du, dass so Pornhub-Sicherheitslücken fast komplett ausgemerzt werden können? Deine Meinung interessiert mich, also schreib sie unten in die Kommentare. Das war's dann mit diesem kurzen News-Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und denk mal dran. Love ya und bis bald.